Hallo meine Lieben, habt ihr Lust auf Backen? Ich auf jeden Fall. Ich werde heute australische Soldatenkekse backen. Aus meiner zweiten Heimat stammt das Rezept. Ich mache das sehr gern. Die schmecken nicht nur australischen Soldaten, die früher von ihren Frauen gebacken wurden und mit aufs Feld geschickt wurden. Wir backen die das ganze Jahr über, weil sie lecker sind und nicht nur zur Weihnachtszeit. Sie sind äußerst schmackhaft und schnell und einfach zu backen. Wir brauchen dafür 250 Gramm Mehl, 300 Gramm Zucker, 200 Gramm Haferflocken, 180 Gramm Kokosraspeln und 250 Gramm Butter. Dazu kommt 180 Gramm Zuckerrübensirup und ein Teelöffel Natron. Jawohl. Legen wir los. So, als erstes mischen wir mal unsere Zutaten. Das ist keine große Kunst. Die Haferflocken, Kokosraspeln, Zucker und das Mehl. So. Das wird kurz gemischt und in der Zwischenzeit wird die Butter in der Kasserolle flüssig gemacht. Wird die Butter langsam flüssig, ist es Zeit, den Sirup dazu zu geben. Es sind 180 Gramm. Kann man ein bisschen schwer auswiegen, weil das klebt ja irgendwie. Aber so drei dicke Kochlöffel voll. Der Sirup ist schwer, der sollte dann in etwa das Gewicht haben. So, das wird jetzt mit der Butter etwas flüssig gemacht. Kochen sollte das nicht, braucht auch nicht. Als nächstes vermische ich heißes Wasser, so circa 2 Esslöffel mit dem Natron. So. Und gebe das jetzt vorsichtig in die heiße Butter. Das fängt sofort an zu kochen, weil die Zucker-Butter-Mischung ist natürlich unheimlich heiß. Aber es soll auch so schaumig werden, wie ihr das jetzt hier seht. Und diese schaumige Masse, die kommt jetzt in unsere weiteren Zutaten. So, und nun geht es ans Rühren. Bis unser Teig die Konsistenz bekommt, die wir uns so wünschen. Rühren muss ich nicht lange zeigen, das langweilt, aber es ist halt notwendig. Wir bereiten unser Backblech mit Backpapier vor oder wie ihr das sonst macht, mit Einfetten. Der Teig ist jetzt relativ fest. Um gleichmäßige Plätzchen zu erhalten, machen wir uns eine Rolle, schneiden in gleiche Stücke und formen dann daraus für große und kleine, je nachdem. Man kann aber auch ganz normal nach Gefühl sich die Plätzchen in der Hand formen und dann geht das los. Mit ein bisschen Übung ist das kein Problem. Und wenn eins mal größer ist oder kleiner, denke, da wird sich niemand drüber beschweren.
wie kleine Frikadellen. Ja. So. Mit der Gabel drücken wir sie noch ein bisschen flach. Kriegen sie auch noch ein kleines Muster. Sieht immer lecker aus. So. Das dauert jetzt eine Weile. Wir heizen jetzt unseren Backofen auf 180 Grad auf und dann werden die Kekse 10 bis 15 Minuten auf der mittleren Schiene gebacken, bis sie den Bräunungsgrad erreichen, den wir gerne haben wollen. Hell oder dunkel, ist egal, schmeckt beides gut. Das müsst ihr ausprobieren. So, die Kekse waren bei mir jetzt 13 Minuten drin. Im Ofen und jetzt müssen sie auskühlen. Auskühlen, damit sie schön hart werden. Wenn wir sie jetzt gleich in eine Dose packen, ja, dann werden sie weich und matschig. Also die Burschen werden richtig schön hart und sind auch lange haltbar. Das hat aber keinen Sinn. Wenn man die erstmal angeboten hat, sind die ruckzuck weg. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Backrezept gefallen. Macht's ruhig nach, ist einfach, geht schnell und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal berichtet, ob es euch gelungen ist und wie es geschmeckt hat. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.